Hallo, ich bin Stefan Nützel und ich darf euch recht herzlich hier in meinem Videokanal begrüßen. Es ist wieder mal ein Quick-Tipp und es geht um das Thema Motivsuche. In dem heutigen Quick-Tipp geht es um Motivsuche. Ich habe hier zwei davon mitgebracht. Einer ist aus Plastik und der andere ist aus Karton. Es war eigentlich immer so, dass man in verschiedenen Publikationen erklärt bekommt, wie man zum Beispiel aus so zwei L-Winkeln sich einen Motivsucher machen kann, mit Büroklammern das Ganze zusammenheften und somit dann eben die Möglichkeit hat, sein Motiv irgendwie einzufassen und die Komposition so zu klären. Ich habe diesen ersten Motivsucher, den ich hier habe, den habe ich von Emil Gruppé, der drei wunderbare Bücher über Malen und Malen lernen, hauptsächlich Landschaftsmalerei, geschrieben hat. Und da war auch dieser Bauplan über diesen Motivsucher drin. Ich erkläre dann auch, um was es da geht bei diesem Motivsucher. Ich habe diesen Motivsucher aus Passepartout-Karton geschnitten. Die Rückseite ist weiß, die Vorderseite grau. Das war jetzt eigentlich auch ein Karton, den ich schon hatte. Und was ich nämlich auch noch habe, das ist, dass ich hier einen Streifen noch dazu habe. Und mit dem Streifen kann ich eben mein Bildformat verändern. Also das heißt, ich habe jetzt erst einmal hier einen quadratischen Ausschnitt. Und auf der Seite diesen Streifen, den werde ich noch erklären. Dann habe ich mir an der Seite meine Bildformate aufgeschrieben. Das heißt, ich habe ausgerechnet, wie die Proportionsverhältnisse sind. Und somit habe ich die Möglichkeit, die verschiedenen Proportionen meiner hauptsächlich verwendeten Leinwände eben mit diesen kleinen Papierklammern hier anzulegen. Und da habe ich dann eben den Vorteil, dass ich das Ganze rauf und runter schieben kann. Und somit dann das immer auf mein Format anpassen kann. Also der eine Vorteil ist eben, dass ich grundsätzlich diesen Motivsucher habe und durch das Anvisieren meines Motives die Möglichkeit habe, schon mal grundsätzlich das Bild in seiner Wirkung und die Komposition zu überprüfen. Das andere ist eben dieser kleine Streifen, der hier da ist. Und bei diesem kleinen Streifen geht es darum, dass man in dem Bild verschiedene Teile isoliert und somit die Tonwerte kontrollieren kann. Das ist auch recht hilfreich, weil man somit dann eben die Farben und die Flächen, die aneinander stoßen, besser beurteilen kann. Wie man schon sehen kann, hat mir dieser Motivsucher gute Dienste geleistet und er ist schon auch einigermaßen aufgebraucht, also die Ecken sind abgestoßen. Aber der große Vorteil ist, er hat an sich erstmal die richtige Größe. Ich werde auf meiner Homepage, werde ich dann auch noch diesen Motivsucher einfach mal aufreißen und angeben, wie groß das ist und wie die Ausschnitte sind, also falls das jemand brauchen sollte. Es gibt dieses Teil eben auch noch als Kaufware. Im deutschsprachigen Handel ist es so, dass es bei Gerstecker zu beziehen ist. Ich habe den, soviel ich weiß, glaube ich, meinen ersten, den ich gekauft habe, den habe ich in Amerika gekauft. Da hat er ein paar Dollar gekostet. Blöderweise kostet er beim Gerstecker ordentlich Geld. Bei dem ist es eben so, dass das Ganze so ausschaut wie ein Diarrähmchen. Also manche Leute sind auch hergegangen und haben eben diesen Motivsucher aus Diarrahmen gemacht. Aber die Problematik bei dem ist, dass man immer auf ein Format festgelegt ist. Hier ist es eben so, dass das Format auch wieder quadratisch ist und mit diesem Schieber hat man die Möglichkeit, das Ganze zu begrenzen. Und jetzt ist eben auch auf diesem Motivsucher das so, dass der Hersteller verschiedene Größenangaben dazu hat, also in dem Fall Proportionsangaben, und die beziehen sich wieder auf die Zoll- oder Inch-Formate. Also das heißt, grundsätzlich passen die ganz gut auf einige unserer Proportionen, muss man halt sich einfach die Mühe machen, das umzurechnen. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass dieser Motivsucher an sich sehr praktisch ist, weil er aus Plastik ist und weil er ganz gut einzustecken ist. Also man kann ihn mal in die Hosentasche stecken. Und der andere Vorteil, der da ist, das sind diese beiden Löcher, die da drauf sind. Und damit hat man eben auch die Möglichkeit, wie jetzt bei diesem hier,
bei dem anderen diese Farbe oder besser gesagt Farben und Tonwerte zu isolieren. In dem Fall mache ich das ganz oft, dass ich eben meine Tonwerte oder aber auch meine Farben besser kontrollieren kann. Und dieser Motivsucher ist eben in Grau gehalten und somit ist er eben ein mittlerer Tonwert, was dann einem hilft, helle Töne, dunkle Töne, Mitteltöne oder aber auch Farben gut zu beurteilen. Ich mache den Bauplan auf meine Homepage und ansonsten hilft es einem schon sehr, dass man mit den Motivsuchern unterwegs ist, weil ich muss auch gestehen, dass ich manchmal mir die Vorzeichnung spare, oder nicht die Vorzeichnung, sondern eine kleine Skizze, die ich normalerweise im Atelier mache, wenn ich zum Beispiel länger Zeit habe, dann würde ich diese ganze Situation anskizzieren und würde dann schlussendlich dann einen Ausschnitt wählen. So ist es so, dass ich, wenn ich außen bin, dass ich eben genau hingehen kann, mein Bildformat einstellen kann und eben meine Bildkomposition suchen kann. Eine andere Sache, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass der größere Motivsucher oft praktischer ist, weil er dann einen die Möglichkeit bietet, dass man das ganze Teil nicht so dicht an sein Gesicht halten muss. Also das heißt, von der Größe des Ausschnittes ist es ein bisschen geschickter als dieser hier, weil da habe ich dann auch oft das Problem, dass wenn ich jetzt ein Gebäude habe oder wenn ich in der Landschaft bin, dass das, was man da zu malen hat, relativ groß ist im Gegensatz zum Atelier. Und dann muss ich blöderweise dann relativ dicht ans Auge ran. Und da ist es dann relativ auch sehr unpraktisch, weil diese leichte Verschiebung, aber auch natürlich der Ausschnitt nicht ganz so gut zu beurteilen ist wie bei jenem. Also das ist noch dazu gesagt. Abschließend freue ich mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, den Film anzuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut, den Video vielleicht kommentiert, liked oder aber auch meinen Kanal abonniert. Ich danke euch recht herzlich und bis zum nächsten Mal. Ciao.